So, weiter geht's mit Genshin und ja, neuer Tag, neues Glück, keine Ahnung, weiß ich nicht. Es ist Donnerstag und ja, wie gestern Abend in der Aufnahme angemerkt, hatte ich heute Homeoffice gemacht. Ja, irgendwie länger als gedacht. Unfreiwillig. Ich glaube, Viertel vor eins bis Viertel vor sechs, 5 Stunden. Plus die zwei von gestern macht sieben. In dem Fall sogar 7 vollwertige Stunden und nicht 7 Stunden, wo ich teilweise irgendwie rumgegammelt habe. Und dann noch rund 20 Minuten Paket ausliefern. Ja. Sind dann so halt die 7,5, 8 Stunden, whatever. Ich habe hier eh nur 38 Stunden und nicht 40. Frag mich ja, ob wir theoretisch auch mal auf 35 Stunden runtergehen könnten. Würde bei uns nicht auffallen, außer dass wir vielleicht, ja, eigentlich im Endeffekt, ja, indirekt machen wir ja 35 Stunden. Mit Pseudo-Meetings und Co. Gut, ich habe mich schon mal hier hingeportet, weil ich ja hier noch nicht wirklich war. Hier oben die beiden Plateaus. Warum habe ich da einen Marker gesetzt? Das sollte so einer sein, oder? Da ist keine Quest, gehe ich mal von aus, oder? Das ist nur rüber gewechselt. Ja, muss sein. Gut, ansonsten habe ich gerade die Daily Quests aufgenommen vor einer halben Stunde oder so. Kurz Pause gemacht. Habe hier noch mit dem NPC gelabert, den ich übersehen hatte. Und das war es eigentlich weitestgehend auch schon. Ja. Jetzt haben wir 20 Uhr. 3 Stunden früher als sonst, aber ich werde wahrscheinlich nachher noch eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde Pause machen müssen. So ab, sagen wir mal, 10:45. Da ich dann mich noch um Abendessen kümmern muss. Ums Abendessen. Das hatte ich bisher noch nicht. Ich hatte es beim Mittag richtig, relativ schön. Beim Asiaten meines Vertrauens Nummer 2. Aber ja. Es war halt Mittag gegen 12:30. Von daher. Das hält nicht so lange an dann auf Dauer. Warum ist da. Ist das mein. Das ist mein Marker. Ja, komm, dann kann ich den jetzt auch wegnehmen, bevor der mir auf den Sack geht. So, ja, komm, ich gehe erstmal hier, glaube ich, hin. Hier oben drauf war ich, oder? Beim Teleporter. Ich meine, ja gut, wenn ich jetzt eh gerade hier bin, ich brauche seinen Loot wahrscheinlich auch nochmal irgendwann. Darum nehme ich am besten den nochmal mit. Und ich glaube, die kann man relativ gut farmen gehen auch. Zack. Ich hasse die Gear-Variante. Falscher Button. Wieso? Wieso hat Fischl gerade keine Energie mehr? What the fuck? Warum sind meine Cooldowns so lang? Okay, Moment halt. Ich hasse die. Ich hasse Dendro-Elemental-Dinger hier. Oh Gott. Dendro Rayops. Die heißen ja nicht wirklich. Holia Swift Rayop Manifestation. Holia. Mhm, wie die Waffe. Solidify! By Royal Decree! Ach, so geht doch. Und die Musik ist verdammt laut. 10 Shards of Shattered Will. Damn. Deswegen machen diese Gegner Spaß. Die machen zwar, es ist zwar ein bisschen stärker an sich, aber die droppen so viel Loot. Das gleicht das extrem gut aus. Also macht zumindest mehr Spaß, als den anderen Loot zu sammeln. So, und jetzt regnet's. I'm used to the rain, but you should probably use an umbrella. Ein Umbrella, okay. Ja, habe ich irgendwelche Gesprächsthemen eigentlich nicht seit gestern Abend. Gerade durchs Homeoffice habe ich noch weniger eigentlich zu berichten. Aber gut, ich versuche mir gleich mal irgendwas aus den Fingern zu saugen. Ja, einfacher gesagt als getan. Und irgendwie sitze ich gerade extrem unbequem und ich weiß nicht warum. Ah. Dieser Stuhl ist irgendwie Fluch und Segen zugleich. Mal ist er extrem angenehm und im nächsten Moment ist er beschissen wie sonst was.
Naja. Gut, hier ist dann also schon mal nichts auf dieser kleinen Ebene. Gut. Und hier war wahrscheinlich ein Dingens-Schnups. Komm gerade nicht auf den Namen, aber halt so ein Ding. Ich überlege auch gerade. Macht es Sinn, dass ich theoretisch Tainari. Nee, macht's nicht. Das hatte ich schon mal das Team. Kicking statt Tainari und dann hätte Fischl nämlich Dingens machen können, aber dann Pepe für Fischl ein Dendro-Supplier. Klappt also auch nicht. Gut. Idee wieder verwerfen direkt. Ich habe eine ganz üble Dingens. Vermutung. Wenn das der Fall ist, dann weine ich. Wo ist der Große hin? Die Vermutung, die ich habe, ist nämlich, okay, Schwein gehabt. Ich dachte nämlich, dass man diese Dinge abschießen muss, eventuell. So ein bisschen wie in Tears of the Kingdom, Breath of the Wild, die Krog-Dinger, die an Bäumen hängen können. Keep up. Oder diese Talismane, die es in Tomb Raider gab. Wäre nett gewesen irgendwie, aber nervig. So. Zack. Die Ebene ist irgendwie verdammt groß. Und. Ach, da hinten ist das Gebäude. Ich wollte gerade sagen, irgendwo war doch hier ein Gebäude. Irgendwo war eins. Gut. Ich nehme mal so ein Ding mit. Piu, piu. Ein Teil hat gereicht. Achso, weil sie nass waren und dann direkt vaporized wahrscheinlich. Ah. Interessant. Und Snipe. Und Snipe. Ach, der Kleine lebt noch. Interessant. Na komm. Ja, so ein bisschen hat das was. Als so ein Vieh zu fighten. Zack. Ich würde noch ganz gerne die Dingens da einsammeln. Ging da einfach einer in der Luft? Nee. Kann ich einfach im Sprung zweimal? Ja, kann ich. Okay, also das war die Höhle. Aus der Klippe. Aus dem Plateau, whatever. Ach, hier oben sind die ganzen Spots dafür. Okay. Gut, hier, dann gehen wir ran da. Achso, warte mal, da war noch was. Ach, da ist auch ein Marker. Okay, gut. Dann passt es ja trotzdem noch. Remove. Habe ich jetzt einen befreit? Nee. Okay. Es bringt rein gar nichts. Und ich sitze extrem unbequem. Moment. Gleich wieder da. Ich muss mich mal ein bisschen anders hinsetzen. Moment. So. Gut. Anders hingesetzt. Kurz gestreckt und alles drum und dran. Und ich kann nur weitermachen. Oh, da hängt ein Traumfänger. Kann man den abschießen? Böses Interesse. Ja, komm. Nicht wirklich, oder? Nö. Gut. Frage beantwortet. Warte mal, ganz oben drauf war ich. Ich habe den Stein weggezogen. Activate, ja, Insta Grappling Hook und dann ziehen. Dann habe ich dich befreit. Dich hatte ich aber auch noch in Erinnerung. So, wo ist der letzte? Der wird ja wahrscheinlich dann hier irgendwo sein, oder? Oder?
Könnte auch da unten sein, theoretisch. Na. Ja, ja, ich ignoriere den mal ganz kurz. Aber auch nur so lange, bis ich jeweils fertig bin. Und ich glaube, ich muss niesen. Scheiße. Oh, bitte nicht jetzt. Okay. So. Ah, warte mal, Moment. Bitte nicht komplett kaboom machen. Okay. So. Oh. Kann es sein, dass es jetzt Probleme macht, weil es regnet? Time. So. Na komm. Regen aus. Regen aus. Ich hab noch einen Mund. Okay. Gut. Wow. So. Zählt das? Ah, er fliegt weiter. Okay. War echt am Regen. Oh Gott. Oh shit. Wieso hat er jetzt nicht? Ja, komm hoch, danke. Ein gegangener Anruf. Nö. Nope. Sehe ich nicht. I don't care. So. Warte mal, wo hat er jetzt hingeflogen? Warte mal, geht das auf Zeit? Es geht auf Zeit, oder? Oh mein Gott. Jetzt wirklich? Nein. Denn dahin? Wo ist er dann hingeflogen? Hä? Moment. Wo ist er hingeflogen? Ist er weiter nach unten? Da ist er nicht. Hä? Moment. I don't get it. Wo ist der hin? So. Dass die mir immer vorher Schaden machen. Das geht mir so hart auf den Sack. So, bisschen noch so spammen. Gut. Das irritiert mich. Wo ist der jetzt hin? Gut, dass der das Ding relativ schnell platt macht. So. Okay. Nochmal hier hoch. Hier ist schon mal nichts. Wie ich sehe. Ich verstehe es gerade wirklich nicht. Was, wo der hin ist. Moment. Er ist dann wieder da oben hin. So. Gut. Den ist er dahin. Dann dahin. Und dann ist er dahin. So, weil ich kann, mache ich euch jetzt eigentlich platt, wollte ich sagen. Wow. Interessant. Piu piu. So, okay, also Helichule kriegt er relativ schnell down. Das ist gut. Oh, Blut. Blut regiert die Welt. Oder war es das schon, der den hier gespawnt?
Die ist auch nur auf dem Glück da oben jetzt hin. So, weitergelaufen. Man kann nicht ewig in der Luft bleiben. Okay. Money to will guide you. Money to. Der Schuh ist Money to. Mhm. Ja, da will ich jetzt noch gar nicht hin unten. Da auch nicht. Wir weiter nach oben wieder. Moment. Zack. Papa, Papa. Hier ist so einer, das ist gut. Achso, ja, so eine Plattform. Die will ich gar nicht. Ich dachte, ich komme noch weiter nach oben. Oh, habe ich vielleicht jetzt das Ding resettet? Mit Glück. Wenn ich mich teleportiert habe. Weil ich mich teleportiert habe. Ich will dreimal spucken können. Oder ziehen können. Ja, die Dinger sind resettet, aber das Ding nicht. Scheiße. Ja. Ich hab ein Problem. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich will jetzt auch nicht in die Aufnahme reingucken extra. Ah, okay, der letzte war hier und dann ist hier eine Kiste gespawnt. Okay, gut. Einfach nur richtig abschätzen. So. Zack. Das war aber nicht der letzte da hinten. So. Da kann ich zumindest das Zeug nachtanken. Gut, also der ist aktiviert. Gut, gut, gut. So. Ja, ich will so machen. Ich brauche schon einen gehabt. Oh, Moment. Wieso kann ich gerade nur so kacke zielen? Au. Dino Fight. Hab gewonnen. Gut. Renn ich gerade? Nee. Ist das ein Trainer oder ist das ein Gegner? Er ist alleine, das muss ein Trainer sein, oder? Ja. Control out the Spirit Race. Mhm. Gleich. Ich den Rest hier gemacht habe. Dann wage ich mich an die Herausforderung. Zack. Und jetzt ist er noch hier bestimmt, oder? Ja. Oder auch nicht. Das wäre echt nur für eine dumme Dingens. Ja, an solche kann man sich dann auch jederzeit ranziehen. Infuse Phlogiston. Okay, ist der schon random nach oben gegangen oder was war das jetzt? Ich dachte, da fehlt noch einer. Aber gut. Nö, dann war es das eigentlich hier oben. Behaupte ich mal. Zack. Gut, ja komm, dann gehe ich jetzt, glaube ich, in Richtung Tempel, oder? Weil, ja, erst die andere Seite vielleicht dann doch noch. Schwierig. Der Cooldown geht mir auf den Sack. Aber sowas von. Der Cooldown ist ein bisschen nervig. Außerdem ist das recht hoch alles. Na komm.
Irgendwann muss ich jetzt zu diesem Tempel. Zack. Ich finde schön, dass man Momentum aufbaut, wenn man es nach vorne zieht. Es fehlt irgendwie so ein bisschen dem Dingens. Damage Stone Tablet 5. The Damage Stone Tablet, the inscription on it has been eroded by the relentless passage of time. But you can still manage to vaguely make out some of what the remaining text says. The Lord of the Crossroads spake, the Great Spirit dreamed of the Black Tide. Sacrifice was rejected. The white earth spreads, the six regions surrounding the temple, swallowed by the wastelands. Refugees could not offer grain. Fruit? Priests and elders alike were powerless, the warriors of each region's leaders, leader reduced to exile. The tribes of all regions now are, and they have become, barbarians once more. Say what? Das klingt nach gibberish für mich gerade. Stabilize. Oz, reveal thyself. Wie die leben noch. All right, let's finish this fast. Ich dachte, ich werf die voll schön runter und dann überleben die den Scheiß auch noch. Bullshit. That was quick. My royal decree. Piu piu. Gut. Nö. Merkwürdig. So, übernehmen wir dich. Dich habe ich mir angeguckt. War hier nicht. Ah, da unten wollte ich eigentlich hin. Das hier war nur so ein Zwischenstopp irgendwie. Zack. Und vergessen, dass es die Dinger gab. Moment. Piu piu. Ah, piu piu. So. So, nochmal anders hingesetzt. Jetzt bin ich natürlich wieder ein Stückchen weiter weg vom Mikro, aber was soll's? Passt schon. Sollte trotzdem noch okay sein vom Sound. Hoffe ich. So, will noch mal richten. Ja, will ich schon nach ganz unten? Irgendwie nicht. Zack. Da brauche ich nicht rüber, behaupte ich mal. Okay. Warte mal. Eigentlich will ich jetzt da oben hin. Okay, ohne Feuerdinger macht das keinen Sinn, gegen euch so zu kämpfen. Zack. Und adios. So. Ja. Gut. Wie geht er jetzt am besten hoch? Eigentlich ja so. Behaupte ich mal. Wobei. Wahrscheinlich mit dem grünen Junkersaurus noch besser. Und das haben wir hier. Okay. Oh shit. Das Licht ist sowas von unrealistisch. Aber okay. Warum muss es ein Dendro-Ding sein? Solidify! As you wish, Ming. Right here! Get back! Entroud! Hat der mir. Der entzieht mir meine Energie, wenn er mich trifft. Kann das sein? Irgendwie glaube ich ja schon. By royal dass ich vorher gebürstet habe. Stabilize!
One with the forest. Na komm. Das ist Band schon genug. Schlüssel. Das wären das zwei. And Shroud. So, komm. Nein, nein, nein. Kein weiteres Schutzschild. Hm, ja, drei blaue und 10 grüne. Smells like something good is inside. Okay. Ja, in der alten Kiste in der Ruine, das riecht gut. Mhm. Wenn du sonst keine Probleme hast. Wieder Arbeitskollege. Egal was man kauft, erstmal dran schnuppern. Das ist echt, naja. Und ich bin der komische von uns, ist klar. Ich laufe nicht durchs Büro oder durch die Küche und schnupper direkt an allem, was geöffnet wird. Aber okay. Just saying. Oh. Achso, du bist eine Quelle. Ja, okay, das habe ich mir fast gedacht schon, dass es sowas ist. Zwar nur fast, aber ja. Hit the ball, pop me to adjust. Achso, ich muss ihn hitten. Ja, okay. Grünes Portal. Und dann da rein. Interessante Musikauswahl auf einmal. Und ich glaube, ich saß heute zu lange schon zu Hause auf meinem Bürostuhl. Er fängt wieder an, weh zu tun. Oh, egal, wie ich mich hinsetze. Wobei, warte mal. Vielleicht einfach so ein bisschen nach vorne beugen. Und den Rücken mal so ein bisschen durchdrücken. Und zwar nicht gerade, sondern gebogen durchdrücken. Wenn das einigermaßen verständlich ist. Was hat das jetzt gemacht, das Ding? Und die vorher schon lang? Okay, Feu-Feu im Mund halten kostet extrem viel Energie, wie ich merke. Ich hätte echt gerne eine Option, dass das Ding in die Richtung schießt, die ich gucke und nicht in die, wo der Charakter hinguckt. Fairerweise, zweiteres ist irgendwie sinnvoller oder verständlicher. Aber trotzdem kacke. So, was haben wir hier? Damage Stone Tablet 3. Mhm. Offer to the Lord of the Crossroads, offer to the Father in Black. When the ears of grain wave, wave like a sea, when the flowers are in bloom, when the canals are in full flow. The blood of heroes, the heads of nobles, the first cry of the newborn, we offer them to you. The keykeeper of countless secrets, the great spirit that dwells deep within the dreamscape. All to seek from you the answer, was? All to seek from you the answers to our questions, to seek from your guidance on the path forward. Mhm. Okay. Von mir aus. Habt ihr das jetzt irgendwas gemacht schon? Nein. Gut. Dann bleibt eigentlich jetzt gerade ja nur noch das Ding hier erstmal. Danke für gar nichts. Kann ich den schräg reinschießen? Aha. Okay. Gut, von mir aus. Achso, damit ich dann. Ich kann auch so dich gegenküpfen hier. Also. Weiß nicht. Das wäre jetzt irgendwie unnötig, aber okay. Wenn sie meinen. Ah, Moment. Hab ich jetzt, ja.
Gibt's da noch was zum Schießen? Oh! Ah! Da ist noch was. Ist hier draußen was zu schießen? Ja. Moment, ich sollte erstmal. Du Bastard hast mir die Sicht versperrt. Moment. Und wir kämpfen. So. Interessant, an der Decke zu kleben. So. Zack. Achso, und da ist wahrscheinlich dann der Schnups drinne. Halt, war voll. Zack. Ein Schnu. Achso. Naja, Stone Temple Nummer 2. 36 of grain, 36 of fruit, exchange for copper ingots and obsidian of the same value. Quality will be determined by the priests over sea. On the day of the third lunar eclipse. Okay. The chief priest of the palace dispatch shamans to each of the tribes collect funds for the poor as follows. Payments are as follows. The duty scribe must make a record of. On the day of the third lunar eclipse, the chief priest sent the peace to the leaders of all the tribes of every region to quell all conflict and ceremonial war, during which the sacrifice of prisoners of war shall be illegal without exception. Aha, klingt irgendwie nach Maya-Inka-Kram hier. Whatever. So. Zack. Hier war ich zum Teil schon. Bin ich mir sicher. So. Und dann dahin hoch. Wo ist der Schnupsi, der da hin muss? Es irritiert mich. Ich mag die Musik aber hier wieder. Wo ist der Schnupsi, der da hin soll? Nein, nein, ich wollte mich nicht ziehen. So, das sieht doch hier nach einem Versteck aus. Bullshit. Oh, scheiße. Okay, irgendwie bin ich rausgekommen. Hier ist auch nichts. Das ist schon zu tief. Der wird neben dem da unten sein. Wo ist Geselie im Endeffekt? Der Manitou. Der dahin soll. Noch weiter oben? Bezweifle ich. Ungünstig. War der hier? Nee. Nee, es wäre zu steil, um wieder nach oben zu klettern. Ohne dass es nervig werden würde. Gut. Theoretisch hinterm Wasserfall. Okay. Ne, da war ich, da war ich. Da unten war ich, da war ich. Oh, scheiße, da unten ist so ein Night Realm Ding. Ja, von da aus. Ist der irgendwo da? Ich habe keine Ahnung. Ich mach mal ganz kurz einen Cut. Ich brauche was zu trinken. Ja. Und irgendwie habe ich Hunger. Moment. So, gut. Wieder da. Und ich sitze immer noch extrem unbequem. Ey, was ist das denn heute? Heute sitzt die Brille einigermaßen.
Also auch nicht wirklich geil, aber besser als die letzten Tage. Dafür sitze ich halt extrem bescheiden. So, nach vorne beugen. Quasi die Gamer-Haltung einnehmen. Also, ja gut, irgendwas da. Ja, mein Snack ist jetzt erstmal nebenbei Kellogg's Tresor. Die waren diese Woche im Angebot. Bei Famila. Überleg grad, ist Famila eigentlich ein deutschlandweiter Laden oder ist es eher so ein regionales Ding bei mir hier? Ich habe jetzt eine ganz dumme Idee gerade spontan. Nein. Sollen die Pfeile da an der Wand mir sagen, dass der Schnupsi in der Höhle ist? Ich meine, er muss eigentlich in der Höhle sein. Wo soll er sonst noch sein? Kann man das Ding nach dem Abschießen wieder einfangen? Das wird richtig gemerkt. Egal. Da oben ist er nicht, oder? Nope. Hätte ich bemerkt, wenn er da oben wäre. Also doch hier unten drin noch irgendwo. Irgendwo, wo ich ihn noch nicht gesehen habe. So. Nein. Jetzt habe ich nur eine scheiß Riesenfliege hier im Zimmer. Verdammte Kacke. Ja, da wird nichts sein. Da war das. Decke ist nur ein Fake. Aero Crystal Fly, was? Wo auch immer das Ding war. Da ist nur das. Nee, wenn, dann muss es ja schon hier sein. Doch irgendwas damit? Nee. Warte mal. Da irgendwie in der Ecke? Nope. Ich sehe nichts. Egal. Auch hier oben drinne. Muss ich doch noch mal auf das Ding schießen? Der Effekt hier ist interessant mit dem Hellwerden. Ein bisschen sehr überbelichtet, aber okay. Nö. Houston, wir haben ein Problem. Ich erkenne nicht, wie ich da den Manitou finden soll. Ja, da unten ist direkt dahin gegangen. Hier war keiner, oder? Nee. Also, ja gut, kochen kann ich nicht als Saurier, ist verständlich. Was irgendwie dumm ist, weil, naja. Im Endeffekt, ja. Netter Hinweis darauf, dass das Spiel darauf achtet, aber es ist dumm. Warum sollte man als Spieler nur, wenn man sich verwandelt hat, nicht das Ding nutzen können? Okay. Ja, irgendwie? Irgendwie ist das gerade blöd. Zack, einmal hier. Okay, der Burst ist dafür gut, dass man direkt die Dings auslöst, ohne das Ding aufs Feld rufen zu müssen. Das akzeptiere ich. So. Was sind die ersten Slimes? Nee, Anemo-Slimes hatten wir auch schon. Zack. Und. Na komm. Das geht so deutlich schneller und besser. Oh! Kommt der jetzt auch einmal her? I hear everything. Stabilize. Ist er tot? Nee. Midnight Phantasmagoria. Okay.
Nein, gut. Seine Schüsse halten genauso lange, wie der Cooldown, glaube ich, ist. Das heißt, man kann das relativ gut abpassen. Vom Zeitraum. So. Smells like something good is in. Ja, ja. Smells like something good is in there, in here, whatever. Oh! Büroblume. Gut. Achso, hier ist schon der Wasserfall. Ne, hier ist diese Ecke. Der Wasserfall ist weiter hinten noch. So. Ja. Stabilize. Hier ist auch nur Condensed Crystal Zeugs. Gut. Keep up. Und das ist unnötig, das Loch. Ja gut, keine Ahnung, irgendwie. Mir gehen gerade die Ideen aus. Das gefällt mir nicht. Der wird auch nicht so weit weg sein. Der muss irgendwo da in der Nähe sein. Es wäre höchst strange, wenn der nicht da in der Nähe ist. Aber gut. Gather. Slime Condensate. Yup, you motherfucker. Könntest du bitte nicht mit deiner Zunge dich irgendwo hinziehen und auszuweichen? Ah. 51.000 Pyro-Damage macht so eine Explosion. Damn. Gut. Da habe ich jetzt schon ein paar Mal geguckt. Es ist smooth, dass ich durch die Gegend komme hier. Das gefällt mir. So, hier oben war auch einer einzeln für sich. Da bin ich mir sicher. Halt. Erste. Wie viel Moore habe ich mittlerweile eigentlich schon wieder? 39 Millionen. Ich dachte, ich hätte mehr. Ah, komm, ich öffne jetzt den Beutel. Ich habe so oft schon Items benutzt, die nur einmal da wären. Was soll's. 50.000 Mora. Mir ging das rote Ausrufezeichen auf den Sack. Nicht mehr, nicht weniger. Ja. Du sollst... Achso. Ja, nette Spielerei. Du schießt jetzt aber schon in meine Richtung, oder? Überhaupt nicht knapp bemessen. Jesus. What's this? It looks like a tiny set here, but also seems kind of like a key. Curious Trial Keystone. Aha. Okay. It's typically used to unlock a gate. Ja. Man braucht nicht alle Items sich durchlesen. Flavortext ist nur für die, die es nicht so checken. Sagt er und liest in 2-3 Minuten dann das Ding doch, weil er auf Nummer sicher gehen will. Nee, wahrscheinlich einfach nur ein Keystone. In Eulenform aus irgendwelchen Gründen. So. Achso, hat jetzt jede Richtung hier irgendwie so einen Keystone oder was? Und da ist ein... Spin Crystal. Okay. Da oben drauf. Ich wollte gerade sagen, da oben drauf war ich. Wieso ist da einer, aber der ist unten weiter drin? Ne? Okay. Dann ergibt das schon wieder Sinn. Warte, ist das der Spaß, der. Nee, oder? Wehe, du gehst jetzt da oben hin, wo ich gerade die ganze Zeit gesucht habe. Wer? Ganz überall hingehen, aber jetzt nicht ganz nach da oben, weil das wäre Bullshit. Er geht nach ganz oben. Und ich habe ihn gesucht wie bekloppt. Oh mein Gott.
Du weißt schon, dass du ein bisschen sehr weit weg bist von deinem Zielort, oder? Just saying. So, ich kann nicht widerstehen. Ich brauche ein paar von den Tresor-Cookies. Na komm. Ha. Gut. Hat man es was schon gehört? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Die sind aber so klein, dass man die so nebenbei snacken kann halt. So. Und wenn die sich so ein bisschen auflösen, ist auch nicht ganz so schlecht. Ich weiß nicht, irgendwie Cornflakes, in Anführungsstrichen, die man ohne Milch auch essen kann, einfach so. Die sind immer ganz geil. Theoretisch kann man auch Cookie Crisp ohne Milch essen. Bei denen ist es aber ein bisschen schlechter wieder. Aber die hier, die sind super. Das ist wie ein kleiner Schokokeks quasi. Ein sehr kleiner Schokokeks. Ihr sagt ja ein Tresor, weil da drin drin Schokolade ist, oder? Naja. Sehen für mich eher wie Kissen aus, oder Goldnuggets vielleicht noch. Allerhöchstens Goldnuggets. So. Halt. Das war knapp. So. Den krieg ich doch nicht ohne Grund, oder? Der Wusch. Zack. Das reicht nicht aus, oder? Ah doch, einer reicht aus. Nein. Wollte mich rüberziehen, danke. So. Ganz unten wollte ich noch gar nicht. Aber okay. Auch sehr interessante Bäume hier teilweise. Gibt es solche Bäume auch in echt? Bestimmt, oder? Hat ein bisschen was von Ananas. Hier sind Kapibaras. Okay. Zack. Sag mal, sind eigentlich immer Kapibaras in der Nähe von so einem Ding? Ne, die auf dem Berg oben nicht. Da waren keine. Nicht, dass ich wüsste zumindest. Oh shit, aua. Achso, für eine Kiste. Sehe ich da hinterm Wasserfall eine Höhle? Nee, oder? Aber schön, dass sie direkt wieder ein neuer ist. So. Unter mir war jetzt nichts mehr, oder? Nee. Also. Ich finde es schön, dass dafür eine Cutscene jetzt abgespielt wird. Nein. So. Warte, was? Wo kommt denn jetzt auf einmal das Ding her? Wo ist jetzt hier ein Schalter dafür? Da ist ein Schalter, aber es ist nicht der Schalter, oder? Das hier ist irgendein anderer Schalter. Ah. So ein Schalter ist das. Okay, Moment. Das Tor war gerade eben noch offen. Ich habe eine spontane Idee. Vielleicht war deswegen auch die Cutscene. So. Ich da rein. Und dann so. Ja, okay, gut. Deswegen die Cutscene, wenn man das sieht. Ja, gut, okay.
Warum die Cutscene als Erklärung, als Tutorial? Nee, einfach nur um zu zeigen, dass das Ding auf und zu geht, wenn man es dreht. Oh mein Gott. Ach ja, übelstes Zelda-Niveau jetzt mittlerweile. Also noch mehr als ohnehin schon. Gut. Aber das ist halt der Punkt. Irgendwie mit diesen Sauriern. Jetzt noch einen richtigen Dungeon, wo man mit so einem Saurier durch muss. Und mit allen Sauriern durch muss später. Je mehr Gadgets man bekommt, mit denen man was machen kann. Ich meine, Satosh ist doch auch nur im Endeffekt, wenn man es so betrachten möchte, der Käfer aus Skyward Sword, den man steuern kann. Begrenzt der Radius, begrenzt der Reichweite und man kann es den steuern und gegen Sachen fliegen. Boah, war das schwer. Damn, war das hart. Das wollte ich gar nicht, aber nehme ich trotzdem mit. Und dich hatte ich beim letzten Mal ignoriert, wo ich hier drüber geflogen bin. Oh, Green Obsidian Fragment. Moment, habe ich nicht jetzt 3 Stück davon? Nein, habe ich nicht. Ich dachte, ich hätte schon von einem 2 gehabt. Aber offenbar nicht. Gut. Jetzt habe ich 2 Kuriersteinchen. Da ist das Rayop-Ding. Hier war das. Da war das. Wo ist der letzte jetzt noch? Hier unten. Hier unten wird nur gefightet, oder? Es würde mich reizen, die so umzubringen, aber. Nee, komm. By Royal Letter Rip! Clear the edge! I'll approve you! Zack. Hier nichts. So. Jetzt stehen auch schon wieder Kapibaras im Wasser. Gather. One with the forest. Okay, Samachule sind doch schwächer als gedacht. Ich dachte, die halten ein bisschen mehr aus. Aber okay. Something good is inside. Okay, hier gibt's auch Cola-Source. Moment. Könnte sie sogar fast jetzt interessant sein, die einfach so zu fighten? Weil die dauerhaft nass sind. Ja. Dachte ich zumindest, dass die dauerhaft nass sind. Macht aber keinen Unterschied, rein damage-technisch. So. Zack. Ich wollte gerade sagen, was das für ein komischer Lichtpfad, aber nee. Kommt man da auch so durch eigentlich? Ja. Gut. Und so kommt man theoretisch dann hier wieder hin. Und kann dann hier ins offene Meer. Okay. Can't see? Let's nip that in the bud. Gut. Du. Kapui. So. Dann nehme ich jetzt auf eine Stunde und wir haben es kurz nach 9. Ja, ich habe halt irgendwie Hunger, aber irgendwie. Weiß nicht. Ich will jetzt auch nicht unbedingt jetzt schon eine Pause machen fürs Essen machen. So. Und ich weiß warum, aber irgendwie. Gut bereut mein linkes Bein weh. Nicht weit genug gestreckt, oft genug gestreckt, keine Ahnung. Das war knapp.
Ja, ich will. Na, dann halt nicht so. Dann halt so. Gott. Das heißt, die sind jetzt eigentlich uninteressant für dieses Area. Da ist ein Capybara. Da fällt mir ein. So, jetzt ganz nebenbei angemerkt. Man kann Milch kaufen. Aber ich habe noch nicht eine einzige Kuh, glaube ich, gesehen. In Tavert. Woher kommt die Milch? Just asking the right questions. So. Was zum... Könnte... Ne, da habe ich das Ding geholt. Da war ich zwar schon, aber da komme ich nicht weiter. Irgendwie gehen mir gerade Ideen aus, wo der letzte Stein sein könnte. Das ist gerade unpraktisch. Sehe ich hier irgendwas extrem hardcore-mäßig oder? Was ist Sache? Da bei dem Weg ist nichts. Da ist nichts. Da oben kann ich mir das nicht vorstellen. Da war ich ja schon. Da war ich. Da war ich. Ja, eigentlich am ehesten noch da in der Höhle. Aber. Irgendwie auch nicht. Die Stelle und das ist dann die. Den. Ach so, oder habe ich schon den dritten bekommen vorhin, als ich da den goldenen Ball durchge. Moment. Habe ich schon drei? Ich habe schon drei. Ah, okay. Logisch, also jetzt ist das Seal Gate over here. Hehe, don't ask how about Paimon's got the feeling that the strange things we picked up nearby must have something to do with getting it open. We're just what could be behind this gate. Ein Pyrokolos, wie man sieht. Rar, das ist so eine Quest. Oh, egal. It could lead to a monster's lair. Maybe it's a treasure cave. Boah, and where there be monsters, there be treasures too, right? Rar, that's not a given. Oh, come on, stop being such a downer. We'll find out once we get inside. Hey, you two outlanders, and that scarf-wearing Teptilisaurus over there? Hi. Arr? Eh, aren't you the energetic one? Seriously, so, haven't you told them that seals seal because it's meant to seal off forbidden areas? And you won't find anything in there except for terribly profound curses. Raw. Wait, so it means there's no treasure? Well, I'm sure there is, probably. Probably? Yes, but what it is something you outlanders shouldn't be poking around for. The forbidden ground that lies behind that door is also holy ground. Only experienced couriers who have completed trials and received approval may enter. Within it is said lies a medium by which our ancestors communed with the world of might. Speaking of which, I wasn't gone that long, was I? And yet here you are, with the three trial completion keystones and tower. Impressive. Hey, when it comes to climbing up and down looking for stuff, you won't find many better than us. Rar, was zum Fick sind diese Animationen? Even tribal couriers might not match your speed. Well, you're still not permitted to enter this taboo grounds. But my camp is nearby. How about I treat you to a quick bite and then you can enjoy a comfy rest? Rar. We're not hungry yet. Paimon. Well, Paimon is kind of hungry. Why don't we just take a short little break? Same old Paimon. Says you. Paimon's still growing, you know? You two sure seem to get along well. Alright, come now, along, was? Come along now. My camp and rest await. Was? I prepare some hot food. Guests from afar. And should chance allow, we may have much to talk about. Okay. That's a camp over here, over there, whatever. Okay. Schnell knuspern. Warte, kriegst du schon immer da? No need to stand on ceremony.
Wanna try my cooking? If you want to make some yourself, got a recipe in the box over here, there. Along with some things I don't use. Feel free to get through them. Hier ist eine scheiß riesige Fliege von meinem Monitor. Verdammte Kacke. You carry recipes on you? Grew up a bunch of copies myself, as it happens. Might be of use, might not. But it could save a life if you run into someone who needs saving. Wouldn't you agree? Huh. You should give this some thought. After all, you only was? You've only yourself to rely on when you're outside the was? When you are outside the tribe. Actually, we haven't asked your name yet. My name? Call me Lekbar, and you friends? Lekbar. Okay. You introduce yourself to Lekbar. So, Paimon, Nisha, and Gioni, the little Teptilisaurus. Teptilisaurus. Marvelous fate, this, that had you meet here in that land. Speaking of which, Nisha, what were you doing near the tribe's taboo grounds, hmm? Treasure hunting, secret seeking? The former, naturally. Rawr. Yeah, that's right. A well-protected place like this has got to be home to treasure, right? Whatever the case, don't get any funny eyes about the place, outsiders. I will not permit you to enter. That is where our ancient ancestors re-established contact with the Night. And since that day, more and more tribes people have been able to enter the Night Kingdom's gates. What sort of place is this Night Kingdom anyway? Paimon, wir haben die Story Quest gespielt, wir müssen es mittlerweile wissen. Aha, well, I fear that's where all people of Netland go when they leave this world. And only a few ever return. There they say the water flows like alluring light. There they say monumental obsidian tablet stand. There's no place for you to be curious about, even more so than our taboo grounds. Wir waren doch schon drinne, meine Fresse. So about the thing you mentioned earlier, the one that communicates with the night world. A medium, yes. An ancient tool by which our forebearers made contact with the Wayop, the envoys of the Night Kingdom. Oh, an ancient tool? Wow. Perhaps I have said too much, whatever. Today, a stable connection has been established with the Night Kingdom, and so a medium has long been unnecessary. If you ask me, such methods were quite crude to begin with. Still, it is a sacred relic for human tribes. Raw. Alright, we get it. Good, be right and proper. Do not trespass on the taboo grounds, that's the way. Your companion is clever. A clever child indeed. Okay, naja. Sie hat nur wiederholt, was du gesagt hast. I too had many such brilliant children, but now I walk alone. Many years it has been since I left the flocks. Night is drawn nights sooner than I expected. Er klaut uns die Dinger und geht selber rein. Honestly, hearing so much stuff, she doesn't really understand. Müsste Paimon stehen, oder? Paimon doesn't really understand, it's making Paimon sleepy. Ah, look at me, getting all carried away like this. Bring me the occasional person to talk to, and I get all chatty. If you don't mind, would you like to rest here for the night? I can prepare bedding for you. I will be out patrolling at night anyway, so you need not fear for your safety. Hey, thanks, that's thoughtful of you. Rawr. Lying on a bed of warm grass, you swiftly drift off as the campfire flickers by your side. But you feel a sort some faint noise lingers by your ear, preventing you from falling into a deeper slumber. Until something cold and moist may come with your cheek, dragging you from the thick, dark night of dreamland. You open your eyes to the sight of Gioni's friendly, familiar face. It seems that he was licking you to wake you up. A moment later, you realize that he is trying to show you something, a strange obsidian statue. Did you find this? Rawr. Don't you think this thing looks kinda ominous? You are a reader of omens now, are you? I'm just telling you what she thinks. It looks like bad news. But wait a sec, this means you ran off while we were sleeping, didn't you, Gioni? Rawr. Not good. Where did you find this thing anyway? Was it some sort of super dangerous, super dirty place? Rawr. Gioni, Onisha, little Paimon? We're still here, what's up? I heard here up and hearing Gioni's cries, what happened? Rawr. Sag mal, das Ding aus seinem Bauch fällt gerade auf, das sieht echt aus wie das Wappen der Goron, oder?
This is unbelievable. So Pion statue is the medium that our ancestors once used to communicate with the Night Kingdom. Sealed behind the Great Gate, deep inside the Forbidden Grounds. Did you make the little Tepetlisaurus dig it out for you? You stole the tribal relic? And to think I even prepared this camp for you and a place to rest. Hang on, we can explain. It wasn't on purpose. Moron. You explained the situation to Legba. So that's what happened. To think it slipped my mind how this little one can simply tunnel everywhere. A failure on my part. Still, this is a problem. Now this medium has long been unused, but still... Now this medium has long been unused, but it is still a sacred relic. And if the Rayok were to be angered, we would be in deep trouble. What do we do then? Whatever the case, I must trouble you all to return the statue to its rightful place. Rao? Yes, that means you too, little troublemaker. Come, let's go. But just so you are aware, the paths in the ruins are winding and filled with mechanisms, so stay wary. Crude Obsidian Statue. Das heißt, im Endeffekt hat Gionia das Ding rausgeholt, damit wir rein können. Warum auch immer er es nicht alleine jetzt reinbringt, aber okay. Whatever. Open. Let's head deeper in. Watch your step. Okay. Of course, your own safety is utterly irrelevant. What's important is that I'd rather you not damage the Obsidian Statue. Yeah, why do you have to emphasize that? Stone Tablet 1. 1, 3 und 5 habe ich gefunden, oder? Offer to the Lord of the Crossroads, offer to the Guardian of the Land of Night, when the Obsidian Mirror is bathed in twilight. Deity awaiting the decaying night screams, the envoy who accepts us, she will show us the ancient dream. Okay. Gut. Geronimo. Komplett runterfallen ist schon, glaube ich, ganz nett. Gut. Ich dachte, da wären mehr Ebenen, wo man drauf anhalten könnte. Würde mich eigentlich sagen, komplett runterfallen wäre ganz nett, aber ich will trotzdem die anderen Ebenen angucken und dann gab es nur eine Ebene. Wo zum Fick geht's denn hier? Jesus! Okay. Das geht hier doch noch weiter rein hier als gedacht. Ach ja. Einmal schön down gehauen. Doop die doop die doop die doo. Ja, wenn man halt dauerhaft mit Hytero besetzt ist, besetzt, benetzt, whatever, dann kann sowas schon mal passieren. Look, we can over there. If memory serves, we are meant to line up the lights in this place. So, I'm not too sure about the details. Why do we try pulling that lever over there first? Wait a second. Ach so. Das wird wahrscheinlich dann der gewesen sein, den ich vorhin da am Berg gesehen habe. Okay. Blackbar. Well, according to that, it's been passed down from our tribe. To enter the altar, we need to line up the blah. I'm gonna be sure to be with us. You must align the light. Light. The height. Aus damit. Und ich meine, klar, sie wollen dann irgendwie das Ding loswerden lassen mit Wasser. Aber wäre es nicht irgendwie sinnvoller, dann, keine Ahnung, das Vieh mit der Zunge automatisch nach oben schnappen zu lassen? Eigentlich ja. Aber gut. Was soll's. Ach so, allein. Ja, you've got the hang of it. Very impressive. Ah, ja. Die Idee ist nett. Die Idee gefällt. Gab sowas ähnliches nicht schon mal irgendwie in Enkanomia? Irgendwie... Doch, bin ich mir sicher, dass es in Enkanomia schon mal was ähnliches gab. Bin schön, wie die Dinger sich auch dann in dem Moment farblich ändern. So.
Nein, nein, runter, runter. Kann mir nicht vorstellen, dass es dahinter nicht weitergeht. Okay. Dahinter geht's nicht weiter. Wir sind ja nicht zwei auf engstem Raum gewesen jetzt. Achso, die auf rechten Seite. Oh, durch der Golden Mechanism have been unlocked. Ja. Cool. So. Und so. Gut. Wow. Das war knapp. Okay. Wie oft soll ich den Knopf noch drücken? Oh, mir fällt gerade eigentlich auf dem Plateau vergessen, mit dem Trainer zu reden. Fällt mir jetzt gerade spontan so ein. Weiß nicht, wie ich jetzt drauf komme, aber... Ja. Müsste ich vielleicht auch noch nachholen. Irgendein Recipe. Wo muss ich eigentlich jetzt hin? Ach komm. Okay. So. Wieso ist das Ding seit jetzt gerade eben andauernd auf Cooldown? What the fuck? Das. Ach so, oh. Ja. Water Drain. Und dann geht's unten weiter. Oh mein Gott. I'm so stupid. Diese Plattform ist ein bisschen kacke. Merke ich gerade. Ich kann mich nicht so durch die Gegend ziehen, wie ich es will. Tablet Nummer 4. Thrice for all the barbarians who worship the evil dragon sect. Teasing, Relaxation Ravine and Twisp Ivy Expanse. These three regions encountered ancient dragon idols destroyed, prisoners of war, all. Chief Priest asked the Lord of the Crossroads, sprinkle the essence of sacrifice onto the soil. And each of the head elders of the three districts of each of the tribes. Priests of all tribes must recruit large numbers of craftsmen to expand the temples and forts, spreading their blessings to the savage lands once ruled by dragons. Okay. Cool story. Tell me more. Okay. Irgendwie habe ich es geschafft, nach oben zu kommen. So, hier ist das. Ist hier unten drunter noch was? Nee. Ist da noch was? Zack. Hier ist auch nichts. Hätte ja sein können, dass noch irgendwas drunter ist. Gut, dann ist ja auch nichts weiter mehr. Gut, gut. Crash Chest und zack. Overseas where the altar is, if tribal legend is to be believed, it might just be guarded by the Wayop. Wayop embody the will of the Keys Guardians and may communicate with the living. Obsidian, blah. Then won't the Wayop be met when we took? It should be alright, reasonably reasonable. Aha. Ich meine, wir haben es nicht genommen. Gioni hat es genommen. Wenn man es mal ganz genau nimmt. Und die Saurier, die vor den Menschen hier waren, ich glaube nicht, dass man denen böse ist. Es ist nur, um wieder hochzukommen, wenn man keinen Dino mit hat. Kann man hier nicht klettern normal oder wie sieht's aus?
Egal, so weiter. Zack. Nope. Gut. Bayob's Raw Throw Manifestation. Natürlich muss es Tentro sein. Das ist Just Paimon. Bla. One with the forest. I'll uproot you. Zack. So. Solidify. Can't see? Oh, das sieht gut aus. Let's nip that in the Guardian auf der englischen Alter. Oder das Älter sagen wir die Alter. Gather. Zack. Midnight Phantasmagoria. Gut. Here goes. The will of the way of made manifest. Was? The will of the way of made manifest, and you defeated it. You are mightier than I imagined. Most tribesfolk would have retreated in the ruins as soon as they laid eyes on it, for no one knows the reason why such manifestations appear. If you are fortunate, they may respond to you, but mostly they come to solve one problem or another. So even you don't understand why, was, understand the Rayob's intentions? Yeah? As I said before, the Rayob amass the will of departed guardians. They are great, yet chaotic and abstruse by comparison. Just like they were, the Night Kingdom. Legend has it that in the days after the dragon with blazing wings awoke from within its volcano, wretched humanity could but barely eke out survival from between its great fangs, claws, and the great banner, like span of its wings. And in the meantime, the Abyss' influence only grew and grew. Is that most period? Was in that most perilous of times, they say, some tricycle saw in a trance the obsidian branches that remained even in deepest night. And ever since then, more and more people of skill and talent would sense the Night Kingdom out there, beyond mundane sight, and they resisted the Abyss with totems, with the ley lines, and with the power of the elements. This was the ancient altar where our tribal ancestors would use obsidian to communicate with the Night Kingdom. The Rayob also gradually took shape during the time, totems and consciousnesses created by the congregation of each tribe's living and dead. So that's how it is. So that was just a part of the Rayob then? Yes, but a mere embodiment of a single thread of their will. They say that the Rayob possess no true solid shape or form. It might be hard to explain, but that entity will surely reappear should you provoke the Rayob. Let's just focus on putting the statue back on the altar then. Right now, this time to return this to its rightful owner, blah. Ich lese so schnell, egal. Make offering. Okay. Und wir landen jetzt natürlich dann im Night Realm. Oh, fuck. Where are we in the Canyon Ruins just now? Where is this? Come over here. Projection of an obsidian tablet. Idle medium return. A gentle voice drifts in as if from far away, like whispers cut on the wind. The cool consciousness constantly calls out to you through the obsidian statue in your hand. Return, return. Onisha? Ach so, wir setzen das Ding jetzt einfach drauf. Im Nightwear, nicht innerhalb der Ruine, sondern im Nightwear. Long has it been since visitors from afar have come. This place is too big, too empty. Diese verfickte Fliege. Also so eine Riesenfliege. The dark filth enters uninvited, staining even the darkest dreams. Our nation is invaded once more. The slain are swallowed by the turbulent tides of darkness. The flames of the living dawn and dusk all shall be extinguished. Trust not lightly the so-called visions of the sacred mountain. Reject his promise. Okay.
Und die beiden drehen sich aus irgendwelchen Gründen, okay. You turned, you gave me quite a fright there. Vanishing once you got close to the altar. I thought you'd been abducted by the way up. Wow. Well, we got quite a fright ourselves. The place was super freaky. There was even a huge stone tablet that spoke to us. What's wrong, Yoni? Were you worried? Now see what I told you, your friends have returned, no? Still a huge stone tablet, you say. Tell Echo what you saw. To defeat a manifestation of the Rayop's will, and from what you said, it sounds like you even entered the Night Kingdom. It seems you are no ordinary outlanders. To think that I lived to see one who might return from the Night Kingdom. My life has been worth it after all, haha. Alright, now that our little issue has been resolved, let us return. I must find a way to return the seal back to how it was. Little issue? Didn't we, you know, do a manifestation of the will of your tribe's Rayop? It's no biggie. They gather energy from the ley lines over time. You needn't fret on their account. Is it really okay for a tribe system like you to be that cavalier about your own object of worship? This is fortunate, yes, for you. By a stricter adherent, punishment will surely await you. Yeah, no thanks. And you, little one, never dig anything up from around here again. Rah! Either way, let us make haste before any ancestors decide to protest our actions. Mm-hmm. War doch relativ lang die Quest. Fresh Assist, mhm. Und no taking for permission. Return the obscene idol to the ancestral altar of the science of the canopy. Okay. Hier komme ich nicht mehr rein. Und da spielen wir so eine künstliche Lichtquelle. Kommt man da wohl hoch? Bestimmt. So, zack. Wird doch wahrscheinlich aber nicht belohnt, oder? Nein, warum sollte... Oh, oder? Wobei, vielleicht... Wow, das war knapp. Ich habe nicht auf den Cooldown geachtet. Ja komm, hier muss eine Kiste oben sein. Es ist so gut versteckt eigentlich. Ich meine, eine Kiste ist hier oben versteckt. Wow. Ist oben hin designt mit Flächen, wo man hinspringen kann. Und Lampen unterwegs. Aber nicht mal eine kleine braune Kiste. Gut, den habe ich die Höhle aber fertig. Dann würde ich sagen, poll ich mich aber wieder in die Mitte direkt. Und wow, geil. Ich finde super, wenn mein Controller nachts nicht auflädt, obwohl er am Strom ist. Aber gut, wahrscheinlich hat meine Tastatur keinen Strom bei Nacht. Davon gehe ich einfach mal jetzt aus dann. Das heißt, ich muss den eigentlich gleich auch mal ein bisschen vielleicht so aufladen. Ans Schnellladekabel vom Handy packen. Oder so. Oh, jetzt habe ich meinen Monitor gehittet. Oh, scheiße. Jetzt hat der sich verstellt. Naja, ein bisschen zumindest. Oder? Nicht viel schlimmer als vorher. Was zum Teufel mache ich da? Alter, ist das Plastik am Knatschen. So. Das ist echt übel. Und das, obwohl es eigentlich recht teurer LG war. So. Ja, der war jetzt ein bisschen nach oben tiltet, aber der wird wahrscheinlich, denke ich mir mal, sich wieder fürs eigene Gewicht ein bisschen nach unten drücken. So. Für Strom. Gut.
Wir haben es kurz vor 10. Ja, eigentlich könnte ich jetzt einen Cut machen nach einer Stunde 20. Aber ich glaube... Achso. Viel lieber würde ich eigentlich... Halt die Klappe, Tainari. Viel lieber würde ich wahrscheinlich aber eigentlich... Nauze jetzt. Noch diesen Wayop-Stein da unten machen. Und eigentlich ja noch die Fläche hier oben. Oh, bitte sei so ein einfacher wie beim letzten Mal. Sei bitte ein Grappling-Hook-Dude-Niveau und nicht das andere. Ich habe Angst. Wenn es dann doch aufwendiger wird, dann mache ich erst die obere Fläche und mache den hier beim nächsten Mal. Touch. Wieso bin ich wett? Oh, Bullshit. Knight's Trial. Trial of Sealing. During this trial, use Cryo Attacks on the Hydroflower Constructs summoned by the Flow Inverted Ray of Manifestation. To freeze them, use this or perhaps find a way to use your opponent's moves to deal damage to the constructs or use them to block those attacks. Say what now? Vom Kryo-Team. Das habe ich rausgehört. Hab kein Kryo-Team. Ja, mein Nilo-Team nutze ich momentan nicht, oder? Würde ich auch schon gerne halten, das ist das Rennteam. Das ist das eigentliche Erkundungsteam, dann nehmen wir das mal weg. So. Ja, eigentlich, wenn ich Kryo nehmen soll, dann würde ich doch behaupten. Nee, ich einen der beiden, die ich hab. So, es ist ein Hydro-Dingens. Das heißt, Rurina wird kein Damage machen. Wohl nicht viel. Gibt's eine Alternative? Boah, keine Ahnung, was will ich denn gegen das Ding jetzt nutzen? Dendro theoretisch. Was ist, wenn ich. Achso. Quick Setup. So. Dann so. Dann will ich einen Hyperbloom Trigger haben. Cookie. Ah ne, Cookie ist ja nicht mehr jetzt aktuell. Raiden. Und weil ich keinen Bock auf eine Stingens hab, dann will ich einen Healer nehmen. Ein Healer ist kacke, weil dann krieg ich den Damage-Buff nicht. Achso. Nee, schon richtig so. Wie ich es gemacht hab. Gut. The campaign begins. Wird schon schief gehen. So. Wieso hat er jetzt nicht gedingens? Shine down! Stabilize. So. A moment, please. Der friert nicht ein. Das zählt auch nicht als Hit für die Hyperblooms. What the fuck? Oh, okay, verstehe. Mehr oder weniger. Ja, dann ist das Team aber kacke. Wenn das nicht zählt. Wieso zählt das nicht? Ja, keine Ahnung. Kasua für den Buff. Ich würde sagen Kachina einfach, oder? Für den Kryo-Buff. Ja, wobei Kryo. Krieg ich Kryo drauf? Nicht wirklich, oder? Ich kann es ja mal versuchen. Wow! I can join the team? So. Zack. Use Cryo Attacks on the Hydro Flow Constructs summoned by the Flow Inverted Way of Reflect. Freeze them. Use this or perhaps find a way to use your opponent's moves to deal damage to constructs or use them to block those attacks. If you ever see any stickers on my back, do me a favor and take them off. Malazines like to play pranks sometimes. Okay. Quake! Wind strike! Der blockt meinen ersten Holzkill anscheinend irgendwie. Cloud. Let her rip! Drilling! Don't run away now! Ja, ja, das hat Damage gemacht, das habe ich gesehen. Gather! Ja.
verstehe den Sinn des Fights. Ah. Instead of going back. Yes, bullshit. Okay. Solidify. Here goes. A moment, please. Ging das jetzt durch die Wand durch oder habe ich die kaputt gemacht? Das ist schon wieder so ein Aushaltefight. I will have order. Let her rip. Das wird zwar so nicht reichen. Let's begin. Oh Gott, mache ich wenig Damage. Oh Gott, mache ich wenig Damage. Oh Gott, mache ich. Nee. Das ist doch kacke. Gut, gibt es irgendein sinnvolles Damage-Team, wo ich richtig gut Damage machen kann? Okay, brauche ein Team, was Damage macht ohne Ende. Aber ich brauche eine Kryo-Unit, so. So, nehmen wir das Team. Habe ich einen sinnvollen Char, der relativ easy Kryo applyen kann und trotzdem irgendwie sinnvoll ist in diesem Team? Die Frage, ist Fischl hier sinnvoll? Weiß ich nicht. Eigentlich wahrscheinlich eher Bennett, oder? Hat das Ding überhaupt... Ne, das Ding hat nicht mal dauerhaft Hydro drauf, dann ist es ja eigentlich kacke. Okay. Hier muss man sich doch ihn nehmen. Ich mach keinen Damage bis zur letzten Phase. I knew you'd miss me. So. What? Gut, Corina. Chanyon. Und dann ist ein Spot noch offen in der Theorie. Es könnte Kachina für einen Damage-Box sein, aber eigentlich, ja. Eigentlich macht das schon eher Sinn, Bennett zu nehmen. Großer. Das heißt. Corina. Chanyon. Bennett. Behaupte ich einfach mal. So. Gonna be epic. Mit dem Hintergedanken, dass ich einmal dann, wenn das Ding unten ist, burste und dann Damage mache. Frina kann in der Zeit dazwischen einfach heilen, eigentlich. Ja. Gut. Der gefällt mir wieder weniger. Da. Oh, das waren zwei Stück schon. Okay. Ich will gar nicht wissen, was hier die Next-Gen-Dinger dann machen. Okay, beim nächsten Mal muss ich durchskillen. Das ging jetzt schneller als beim letzten Mal. Everybody stand! Ja, das sieht schon besser aus. Ja. Wäre so ein Busch, wo ich nicht getroffen werden darf. Und was ist das? Shower me with the... Let's light it up!
Okay. Die heilen ihn, oder? Malle Shade, ja. Okay. Zerform 1. Ich will nicht wissen, was die nächsten sind. Was sind die nächsten? Werd nicht getroffen oder so ein Kram. Defeat Local Legend Kimalle Shade. If you Kimalle Shade report any characters being downed. Ja gut, das hatte ich ja jetzt gerade eben schon. Wow. Das ist denn nicht einfach Instant-Ziel, das ist so dumm. Das heißt, ich muss den ganzen Kram jetzt nochmal machen. Gibt's irgendwie ein Essen, was Charge Attack-Dingens reduziert? Nee, oder? Ja, und ich brauche sowieso zwei Rotations mindestens. Ja. Before down. Okay, down heißt ja. Nein, abbrechen. Wollte Energie haben. Down heißt, wir dürfen nicht sterben. Okay. Gut. Let's light it up. Zack. So. Zack. Zack. War den Frieden hier nicht? Juhu! Let my name echo in some! Yeah. Stray Cloud confirmed! I'm going in! No need to fear. Wow. Uncool. A moment, please. Have a seat. Was den noch? Shower me with the... yeah. Ja, okay, man kann wirklich noch gedownt werden in der Phase quasi, behaupte ich mal. Das hätte doch auch nicht mehr. Was soll's? Okay. Das wäre dann das. So. Gut. Was ist Nummer 3? In einer Rotation, weil dann nicht raus. During the course of completing a single challenge, Shimani Shade absorbs Hydroflow constructs. Break Clement Shield by launching Frozen Hydroflow. Es ist nichts anderes, als was ich jetzt ganz direkt gemacht habe. Bullshit. Okay. Gut, dann das Ganze nochmal. Könnt ihr es nicht einfach automatisch zählen? Meine Fresse. Es ist literally nichts, was ich sonst nicht gemacht hätte jetzt gerade schon.
Uncool, du hast das Ding absolviert. Off we go. So. Ja, ich will erstmal eine Burst abhaben. Oh Mann. Es ist wirklich so dumm. Aber gut. Ich mag den Gimmick-Fight dahinter. Das Gimmick an sich, ich finde die Idee hinter den lokalen Legenden jetzt ganz nett. Also klar, normale starke Gegner wären jetzt auch nicht so schlecht gewesen. Wie sonst. Aber so sind die halt ganz cool eigentlich. Sie haben sich dabei was gedacht. Oh, wir beide auf einmal. Soll das eigentlich den nämlich schneller jetzt machen, weil jetzt kann ich mich. So. Ich hoffe, das geht in der Zeit noch ganz gut aus. Ich wollte mich ein bisschen länger boosten. Ja, nee. Lohnt sich, glaube ich, nicht so wirklich. Ich meine, jetzt kann ich wieder gedownt werden. So ist nicht. Aber okay. No backup, huh? Oh, fine by me. Willst du nicht mal deine Dinger wieder? Danke. Schwierigkeit hier, das sehe ich jetzt fairerweise nicht, muss ich dazu sagen, aber okay. Wenn man die vorherigen noch nebenbei machen müssen, also nicht gedownt werden, dann wäre es was anderes. Aber so sehe ich jetzt das Problem nicht wirklich. Ja, gut. Sabina und Bennett sind halt leider jetzt ein bisschen blöd, weil ich keine Waves rein, Melts reinbekomme, aber was soll's. Ich wollte den prozentualen Damage haben und Bennett selber. Und in dem Team würde ich jetzt theoretisch Bennett durch Shilonen ersetzen wollen noch. Oder Furina. Vielleicht auch Furina. Eins von beiden halt. Weil Furina... Ja, sie drains zwar seine AP, aber nicht gut genug. Sie gibt zwar einen höheren... Ja, Shilonen mit Shred und Nutland-Set könnte schon besser sein als Furina in dem Team. Ja gut, Bennett hat theoretisch den Attack-Buff dann, aber vielleicht dann da irgendwann ja den Traveler noch mit Pyro, mit Glück. Oder Marika. Gut. During the course of completing a single challenge, when Shimali Shade absorbs, bla. Ja. Was da mit dem. Wieso war der erste, den ich gefunden habe, so verdammt nervig lang und aufwendig? Mit Ausweichen und nicht getroffen werden. I don't get it. Aber okay. Alter, diese Fliege. Das nur, weil ich einmal kurz meine Zimmertür offen hatte. Oh. Die triggert mich. Aber so hart. Zack. Let's light it up! Ja, die sind weggesprungen, das ist blöd. Die machen zu viel Damage, die Wasserdinger. So. Liegt noch was rum? Nein. Gut. Dann hätte ich den da unten geschafft. Warum ist hier ein Pin? Behaupte einfach mal, der Pin war da ein Marker noch vom Anfang. Eventuell. So komm, dann gehe ich jetzt noch diese Ebene fertig machen. Dann habe ich in fast zwei ich habe fast zwei Stunden für das ganze Area hier gebraucht. Ich meine gut, 20 Minuten war ja schon wieder der Way-Up-Ding davon, der Way-Up-Ding, das Way-Up-Ding.
Aber trotzdem. Dann nehmen wir das falsche Team gerade draußen. Moment. Aber ich glaub's ja nicht. Rice, die war das erste Mal sinnvoll. Also richtig sinnvoll. Ich überlege gerade, mit welchem. Ich glaube, mit jedem anderen Cryo-Char wäre es nerviger gewesen. Ich meine, gut, ja. Chongyun hätte noch funktioniert, wahrscheinlich. Sogar relativ nicht bestimmt. Achso, da oben war der fliegende Dingens. Das war hier das Spezielle noch. Ohne Bum Bum will ich nicht gegen euch kämpfen hier. Zumindest nicht als Yumkasur. Rollenmechanism? Rollenmechanism. Ach so, die Pfeile zeigen mal, in welche Richtung wir müssen. Ne, der war schon richtig. Und der noch. Finde ich irgendwie interessant. Wo andere Spiele einem sagen, oben und unten muss ausgeglichen sein mit den Schaltern, ist es hier das. Okay. Zack. Gut. Das Ding stirbt ja echt in der Luft. What the fuck? Star Challenge. Mhm. Das war zu simpel. Und den Boden zu berühren wäre schwieriger gewesen. Hätte ich auch nachvollziehen können, wenn das so gewesen wäre. Aber so. Bisschen lame. Nicht runterfallen. Okay, sei nicht ganz so weit runtergefallen wie gedacht. Moment. Wenn ich hier stehen kann, ist mir das egal. Loot einsammeln. Okay. Der Abhang war nett. Zack. So. Und den Meistertypen darf ich nicht vergessen. Okay, sie spielt mit ihrer Tasche. Fußball oder so. Zack. Let's finish this next time. Gut. Nice blauer Loot. Blauer Loot ist immer gut. Lila ist besser, aber in dem Fall ist blau das Beste. So. Zack. Das war's dann hier. Zack. Butter. Noch mehr Futter. Oh. Sollte ich eventuell mitnehmen, Bären? Habe ich zwar relativ viele von, aber sicher ist sicher. Verstehe noch nicht, warum die jetzt immer alle so aktiv sind. Also, bei den Desert-Leuten verstehe ich ja, dass es Banditen waren, weil es geht. Aber hier, die sehen halt nicht aus wie Banditen. Oder es sind so die Leute in Natlan, die komplett rassistisch sind und keinen Ausländer in ihrem Land wollen. Ich meine, wenn man sich das Artefakt-Set anguckt, dann kann man das eventuell daraus deuten. Aber okay. Eins, zwei, drei. Gut. So. Zack. Ja, da unten war ich. Da brauche ich gar nicht hingehen und gucken. Oh mein Gott, hier ist noch so ein Ding. Oh, scheiße. Wieso ist jetzt hier noch so ein Teil? Warum sind die jetzt hier Arsch an Arsch? Ich will nicht. Gather. Ich wollte das Plateau aber noch fertig machen. Scheiße. Könnte jetzt länger dauern als gedacht.
Hey. Fairerweise. Die erste Aufnahme heute und ja. Das Ganze eigentlich dann in der Zeit, wo ich noch nicht mal zu Hause wäre normalerweise. Und das in den letzten Tagen. Zack. Oh, ich muss mal ganz kurz die Brille neu richten. Ich habe sie jetzt zwar irgendwie ansatzweise besser hinbekommen als die letzten Tage. Gerade ohne Kopfhörer ist es angenehmer irgendwie. Aber gut, was soll's. Fühlt sich zwar noch nicht richtig an, aber ich glaube, besser krieg ich es nicht hin. Und selbst so viel man selber zu fahren, hat nichts gebracht. Ancestral Temple. Mhm. Mit dem bin ich durch. Okay, hier oben hätte ich auch gestern Abend noch mich umgucken können, fairerweise. Dreamseeker, was? Ancient Chronicles of, Chronicle of the Dreamseeker Priest. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Screenshotten. Zack. Das ist, wenn OBS das macht. So, ich habe auf dem Desktop noch was. Ah ja, Chronicles 4 und das hier ist 2. Ja, man, wenn irgendjemand gucken sollte, kann er sich schon durchlesen, aber ich lese es erst dann vor, wenn ich alle gefunden habe. Ich will, in dem Fall will ich die komplette Story in einem richtigen zusammenhängenden Satz Text haben. Ich habe keinen Bock, mich irgendwie in einer Woche dran erinnern zu müssen, was da drin stand und habe keine Ahnung, was passiert ist. So. Okay. Alright, you asked for it. What the? Okay. Solidify. Boom. Was willst du von mir? Can't see. Wo kommst du her? Warum bist du so geistermäßig? Egal. War bei dem anderen auch einer gespawnt oder war es jetzt nur hier? Keep up. Okay, das Lama bzw. das Alpaka wärmt sich an der Phlogistonquelle da hinten. Ja. Auch halt noch länger dafür. Wo ist mein? Da ist mein. Zack. Ja doch, man kommt schon recht schnell damit eigentlich durch die Gegend. Der Cooldown sagt zwar trotzdem, aber im Endeffekt passt das noch. Gut, da bleibt nur noch das Ding. Na komm, zumindest nochmal reingucken, wie da kann man. Nummer 4. That's right, Trial of Might. During this trial you can continuously... Was? You can continuously use attacks with fire interruption capabilities to interrupt opponents as they charge attacks. Thus avoiding those powerful charge attacks. Oh mein Gott, hier ist der Capybara. Oh mein Gott. Ja, ich mache erstmal einen normalen Fight und... Wer hat eine gute Interruption Resistance? Weiß ich nicht. Aber wir machen einmal den Fight normal und dann machen wir die Never Dies Dragon Defier. Come into being. Shadow Raven, let night. Okay. Interessant, man hält ihn die ganze Zeit in der Luft. Burst forth. Ja, interrupt. Stabilize. By royal decree. Live. Okay, was stand da jetzt? Everlasting as the moon. Overruled. Wahrscheinlich wäre hier jegliches anderes Team besser. Aber egal. Mhm.
Bei Wut der Physical Damage teilweise. Moment of birth. Gather. Ja, ja, continuously use. Midnight Phantasmagor. Transfixed. So oft geht es auch nicht. Okay. Irgendjemand, der keine Ahnung, Lockups hat. Vielleicht wäre das ja auch wieder so ein Fact of Rising. This is where you fall. Overruled. Burst forth. Der greift mit dem Arsch an. Ich glaub's ja nicht. By Royal Duke. He never dies. Ich dachte, das wäre eine der schwierigeren. In der Theorie. Weil der anscheinend saumäßig schnell durch Zhongli's Schild durchgeht, aber okay. Offenbar nicht. Was ist die zweite Form davon? Hat er überhaupt eine zweite Form? Ja. Die Viecher never dies without being hit by Ultimate Technique Giant Undying Collision. Das wollte ich jetzt gerade schon nicht, glaube ich. Aber gut, jetzt sind wir in Easy Mode. Kann ich den Easy Mode einfach so mit einem Team gerade nutzen, ohne was umzustellen? Nein, kann ich nicht. Gut, dann... Doch, kann ich. Blöd. Oder auch nicht? Hä? Okay, wo ist mein... Das war das Team hier ursprünglich, kann das sein? Ich hatte ursprünglich ein Dingens-Team. Witness my magnificence. Ein Nivellet. Purina. Purina, Purina, Purina. Nivellet. Purina. Jean. Geodaddy-Team. So. Und dann sollte man auch den richtigen Button klicken. Rina, Jean, Geodaddy. So. Gut. Dann jetzt Easy Mode. Naja, Trial. Wow. Ja. Ich überleg grad. Geht das nur mit C1 Gene oder wie ist das? Go as what? Stabilize. Nein, 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 falscher Moment. Okay. Eigentlich kann man ihn die ganze Zeit. Wow. Er macht dann auf Pikachu mit Ruckzucki, okay. Eigentlich kann man ihn die ganze Zeit nach oben kicken. Ohne dass er überhaupt ansatzweise dazu kommt, das so zu machen. Ja, wahrscheinlich, weil ich kurzzeitig durchgeskippt bin. Und das muss der letzte sein, oder? Ja, he never dies. Also, lokale Legenden, die man hochheben kann, die sind echt anfällig gegenüber Jean. Das sind auch die alten lokalen Legenden. Zum Beispiel die eine Fatui-Tante in Fontaine. So. Achso, ja, ich wollte gucken. Talents. Den nicht Talents. Cancellation. Increase the pulling speed of Galeblade after pulling for more than 1 second. Ah, okay. Ja, gut. Man braucht es nicht, aber es ist ein netter Bonus. In dem Fall. Gut. Dingens einsammeln. Zack. Defeat never dies. After interrupting the charging of Ultimate Technique Giant Undying Collision 3 times. After interrupting the charging of Ultimate... Das ist dumm.
Das ist blöd. Das ist kacke. Okay. Wer hat die so gesehen stärksten Charge Attacks? Wie macht man das am ehesten? Also, jetzt mal ohne Scheiß, wie macht man das am ehesten? Ja, Ito hat halt Charge Attacks, aber ja, auch die besten so gesehen. Ryze jetzt ein Uppercut, theoretisch. Wer ist da am sinnvollsten? Wie klappt denn das am besten? Sollte jemand sein, der am besten nach oben haut. Behaupte ich. Da muss ich einfach nur ganz viele Charge-Tags machen. Nimm einfach das Team nochmal und guck einfach mal. Retry Challenge. Ich muss ihn ja nur dreimal raushauen. Aus dem Aufladen. Crumble. Irgendwie klappt das nicht so, wie ich mir vorstelle beim ersten Mal. Gather. Come into being. Laid bare. So. Rollo klingt natürlich nach einer guten Idee. In der Theorie. Stabilize. Transfixed. Nö. New strategies required. Ja, er macht sehr viel Damage. Muss schon Overload sein, oder? Muss Overload sein, eigentlich. Overruled. Odds reveal. Stabilize. Ja. Mit Overload geht's. So. Na komm. Transfixed. So, das war zweimal. Gather. Burst forth. War es eigentlich jetzt stärker oder nicht? Ich bin mir gar nicht sicher, ob er stärker war. Ja, ja, Arschwackelangriff. Mhm. Oh, damn. Midnight Fint. Okay. Transfixed. Stabilize. Come into being. Feel this ancient power. By royal decree. Everlasting as the moon. Laid bare. Ja, schon wieder den Kreis. Gut. Live. Quake. Okay, Moment. Ashes, oh, ashes. Shit. Dust, dust. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Dass er das kann. Hallo? Okay, he never dies.
Hat zumindest funktioniert. Gut. Das wäre dann lokale Legende Nummer 4 gewesen. So, bei einer weiß ich noch, wie sie ungefähr funktioniert. Da habe ich jetzt schon gar Bock drauf, wenn ich dran denke. Ich habe nur einen Namen gehört. Und wenn ich schon Tri im Namen höre, also Tri, T-R-I, dann wird das schon übel. Und die letzte wird wahrscheinlich dann die letzte Manifestation sein, gehe ich mal von aus, oder? Die Pyro, Geo Manifestation. Da ist der Pyro. Ja, hier, Polychrome Tri-Stars. Mhm. Ich glaube, ich habe damals in den Leaks was dazu gelesen. Eieiei. Wieso habe ich eigentlich im Kopf, dass es nur 6 sind? Hier sind noch ein paar mehr aufgelistet. Mit Lethal's Blessing. Tlatsa Quilotl. Balachko. Saffron Midst the Waves. Mhm. Gut. So. Find's ja schön, wie ich hier lande. Mhm. Zack. Gut, auf dem Plateau war ich fertig. Dann kann ich auch die hier entfernen. Dann bin ich jetzt eigentlich, was das angeht, komplett mit dem Area hier durch. Oh. Bevor ich es vergesse. Unser Steinblut noch. Zack. Den hätte ich fast vergessen. Ist das Steini hier. Zack. Solidify. Noch irgendwas. Order guide. Na komm. Ich hab Bock zu warten. Achso. Und jetzt sind hier die Dinger gewachsen. Achso. ESP. What you look at that? It's done it again. Was? It's done it again and they're even better than before. Still feels pretty magical, despite the fact that we've seen it twice now. Hey, Wary Outlanders. Wary Outlanders? Now that you have seen it for yourselves, you can no longer deny the greatness of the treasure stone. Ah, and thanks to the rocks you have brought, treasure stone's power has grown even stronger. Who knows how powerful it might become? Now that you mention it, even Paimon's starting to feel curious. He's a cutcutter. All you have to do is feed it rock, then and it creates even better ones for you. But how does it even work? Why don't we crack it open and take a look inside? How could you suggest such a thing? No, I shall not allow it. If you're seriously planning on cracking it open, you'll have to step over my cold, dead body first. It was just a throwaway comment. Representing that you brought it all those rocks before, I let your impudence slide. But just this once. Okay. I can feel it. If I can just feed the treasure stone some even higher quality rocks, I'm certain it will produce something incredible. Traveler from afar, a foreign merchant once told me of a special type of stone from the desert that holds extraordinary power in store. Its name, yes. Its name is Trishirite. Trishirite, whatever. You could, but bring me it so I could feed it to the treasure stone. I'm certain beyond a doubt. What do you think, Misha? Let's give it a try. Paimon's being pretty curious to see what will happen too, that's for sure. If you really can get your hands on Trishirite, a single chunk should suffice. Wieso starte ich in einem ganz anderen Tab? Aha, so this is the Trishirite, a stone that does not grow within the walls of Netland. When the treasure stone consumes it, it will surely be able to absorb its power. Ah, how I long to know, how I yearn to know my treasure stone. Gut, dann dürfte ja morgen hier Sense sein. Gut. Dann schnell wegporten von dem Creep und noch die Dinge kassieren. Hätte ich vielleicht mit einem anderen Team machen sollen, aber egal. Dispatch und wieder los mit euch. So. Gut, HP sind bei allen voll. Crystal Flatte bist auch fertig. Reputation Rewards. Wer oder was? NLP, okay.
Ah, man kann sich ja direkt zu denen porten. Deswegen ist hier mitten im Dorf auch keiner. Ah, schlaues Placement ausnahmsweise. Oh, 78% erkundet. Und to the night, what is the night? Okay. Gut. Dann bleibt noch das Plateau und da die Quest mit dem Plateau. Und dann dieser Weg hier. Stimmt, das wollte ich heute auch noch machen. Dann mache ich beim nächsten Mal wahrscheinlich das hier. Noch das Stück. Dann das hier oben, das da oben. Und wahrscheinlich die Quest hier noch, die Legendary Quest. Aber wir haben es Viertel vor, 20 vor, 11. Ich mache mal eine kleine Pause und mache später nochmal weiter. Langsam will ich noch was zu Abendessen haben. Und zwar was Richtiges. Gut. Sonst irgendwas? Nee. Vielleicht mache ich auch noch die Daily Quest gleich. Mal gucken. Aber gut. Soll ich schon dabei bin? Nein, das ist das Falsche. So. Und so. Zack, 150. Das war der falsche eigentlich, aber egal. Ich glaube, das macht keinen Unterschied, was man da reinsteckt. Gather. Live. By royal decree. Overruled. Yeah. Das zählt wieder mal nicht, okay. Burst forth. Das ist ein unpraktisches Team dafür. Zack. Und Pio. Joa. War schon. Crystal Plate Trap ist nicht fertig. Dann können wir in die Kanne jetzt eh schon steht. Dann kann ich auch in die Kanne rein. Zack. This realm is. This realm is beginning to thrive. So. If Ich you glaube, ever have. kaufen. If you ever happen. Klar. So, und eigentlich wollte ich an den Crafting Table noch einen Mondstadt ran, deswegen war ich da überhaupt, aber okay. So. Achso, Resin nutzen, stimmt, ich habe ja gesagt. Ja, ist halt die Frage. Krieg auch noch über den Battle Pass Bücher. Jetzt nicht so viele, aber. Ja. Ist halt auch kacke, wenn ich kein vernünftiges Artefakt-Set habe, wenn sie kommt. Und Bücher kann ich für Talente danach auch noch farmen. Muss ich mir überlegen. Ich baue mich trotzdem schon mal dahin. Weil dann kann ich nämlich theoretisch, schlauerweise, auch dann gleich hier direkt weitermachen. Weil ich ja den Berg da beklettern wollte. Also. Ideal quasi abgepasst. So, sehr gut. Aber ich mache jetzt erstmal eine Pause. Waren jetzt auch wieder über 2 Stunden. Von daher passt schon. Ich hätte auch einen Cut setzen können, aber ich wollte es fertig haben, das Area. Und die Quest war auch nicht gewollt eigentlich, aber gut. Passt schon. Habe ich eigentlich alles da angeguckt in dem Tempelbereich? Ja, oder? Doch, hatte ich. Definitiv. Gut, dann, ja, kurz und knapp. Adios.